heiße Geschäftsführer Thomas Habermann. Heute trat Landesrat Johannes Rauch an die Öffentlichkeit mit der Ankündigung, die Lizenz für Häusle einer Überprüfung zu unterziehen. Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen nun für Sie und Ihr Unternehmen? Wie gesagt, Häusle kooperiert, Häusle deckt auf, Häusle optimiert. Ich bin vorhin von Mitarbeitern angesprochen worden, die das gehört haben. Da geht es um Existenzängste. Auch auf dem Hinweg zu Ihnen kamen noch Telefonate rein. Und ich glaube, wer noch keine Existenzängste hat in seinem Leben, weiß nicht, was das bedeutet. Wie gesagt, ich habe auch probiert, den Landrat Rauch telefonisch zu erreichen. Das ist mir nicht gelungen. Wir kooperieren, wir decken auf. Wir sind momentan dabei, die geforderten Dinge zu erstellen. Das ist zum einen ein technisches Konzept, um die Lücken in den Bescheiden mit unserer Bioabfallverkehrungsanlage zu schließen. Das ist gefordert worden bis Montag. Das werden wir fristgerecht auch in der geforderten Qualität abgeben. Und zum Zweiten, wie ich gestern auch schon berichtet habe, ist ja dieses Analysen- und Erprobungskonzept, wo man in dem Raster diese Probebohrung in dem Gelände vornimmt. Auch das wird von uns fristgerecht in Anlehnung an die Normen zur Erprobung eines Altlastenobjektes auch bis Montag entsprechend auch vorgenommen und konzeptioniert. Nun gehen die Altlasten die letzten 10 Jahre zurück, wo auch verschiedene Eigentümer wie auch Geschäftsführerverhältnisse bestanden sind. Wer konnte nun wirklich nicht von diesen Vorgängen wissen? Wir werden alles dafür tun, um die Dinge aufzudecken und natürlich auch dafür einen Beitrag leisten, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist momentan mein Fokus, unseren Beitrag dazu zu leisten. Und der zweite Fokus, wie Sie sich vorstellen können, liegt darauf, wirklich jetzt die Zukunft der Firma Häusle zu sichern. Immerhin reden wir alleine in Lustenau von ca. 140 Arbeitsplätzen mit den Kolleginnen und Kollegen, die dort jeden Tag einen sehr, sehr guten Job machen und wahrlich für diese Entwicklungen nichts können, die für die Altlasten nichts können. Deswegen sage ich immer wieder, wir müssen unterscheiden zwischen den Altlasten der Gegenwart und der Zukunft. Die Altlasten, die, ich sage jetzt einfach mal das Wort, diese Sauerei haben andere verbockt und es kann einfach nicht sein, dass die Rechnung jetzt Leute bezahlen müssen, die dafür wahrlich nichts zu tun, damit nichts zu tun haben. Deswegen decken wir auf und werden unseren Beitrag leisten, dass die Verantwortlichen voll zur Rechenschaft gezogen werden. Nun kann es aber auch gut sein, dass einige dieser Verantwortlichen immer noch in ihrer Firma sitzen. Wie vertrauenswürdig sind da die internen Ermittlungen von Häusle? Ja, also wir ermitteln natürlich intern, wir gucken uns die Dinge an. Das sind auch die Fragen, die sich uns stellen. Ich habe ja das letzte Mal auch schon berichtet, dass wir uns überlegt haben, wie kann das sein, dass diese Mengen verbracht werden. Da haben wir jetzt ein erstes Bild, dass das wohl größtenteils am Wochenende passiert ist. Natürlich schauen wir uns jetzt auch an, wir gucken in die Zeiträume rein und überlegen, wie war das gewesen, weil es handelt sich ja einfach schon um einen gewissen logistischen Aufwand, der dort betrieben worden ist. Also es ist ja nicht einer mit einem Eimer rumgelaufen, hat irgendwo das Material in der Ecke gebracht, sondern das ist ja schon größere Mengen, die dort bewegt worden sind. Und da schauen wir uns jetzt sehr genau an und ermitteln dann auch intern. Wir werden dort auch entsprechende Gespräche führen und das natürlich auch dann den ermittelten Behörden zur Verfügung stellen. Sie sind ja seit Dezember 2015 Geschäftsführer, waren aber vorher auch schon als wirtschaftlicher Berater für das Unternehmen tätig. Hatten Sie denn nie irgendwelche Hinweise oder Verdachtsmomente, dass irgendwas nicht ganz mit korrekten Mitteln zugeht? Das ist korrekt, dass ich vorher schon als Berater engagiert war, das kann ich Ihnen auch sagen. Und zwar ist das Engagement am 27. Oktober 2014 erfolgt. Das heißt, ich war das ganze Jahr 2015 als Berater engagiert, ausschließlich mit dem Auftrag, das war ein Auftrag der Gesellschaft an mich, das Unternehmen zu restrukturieren, zu reorganisieren. Das ist das, was wir gemacht haben. Darauf lag der Fokus. Wir hatten keinerlei Auftrag bekommen, irgendwelche abfallwirtschaftlichen oder abfallrechtlichen Dinge uns anzuschauen, Stoffströme zu untersuchen. Darauf hat kein Fokus gelegen. Nun ist es ja auch so, dass die frühen Geschäftsführer teilweise auch Gesellschafter der Firma sind. Dass also in ihrer eigenen Führungsriege da auch Wissen vorhanden war, kann man nicht ganz ausschließen, oder? Wie gesagt, wir ermitteln momentan intern, wir gucken uns einfach alles an und dann müssen auch die Gesellschafter untereinander besprechen, was das bedeutet. Das sind die Dinge, wir können aufdecken, wir können die Dinge hinlegen und Sie werden natürlich verstehen, dass ich
dort keinerlei Schuldzuweisung aus meiner Sicht jetzt treffen kann. Das muss ich einfach den Beamten überlassen. Wir können die Dinge aufdecken, wir können sehen, zu welchen Zeiträumen war das, worüber reden wir. Das tun wir auch nach wie vor. Ich habe gestern gesagt, dass wir momentan einen Zeitraum sehen von ca. 2005 bis 2013. Über diesen Zeitraum sind dort unterschiedliche Dinge nicht bescheidkonform deponiert worden oder abgelagert worden. Das sehen wir auch, das gucken wir uns jetzt weiter an, ob wir das näher einschränken können und stellen diese Erkenntnisse natürlich voll zur Verfügung. Sie wissen, ich persönlich distanziere mich entschieden davon. Ich nehme es leider schon zur Kenntnis, dass ich zunehmend dort auch als Person jetzt mit drin bin. Das tut mir persönlich auch weh. Ich muss natürlich auch gucken, was meine Reputation eben anbelangt und die Reputation von Häusler, auch von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dort sind. Das müssen wir trennen und deswegen werden wir alles dazu beitragen, so schnell wie möglich, dass die Verantwortlichen da entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden. Sie sagen es selbst, die Reputation von Häusler leidet. Millionenkosten werden auf das Unternehmen zukommen, allein für die Entsorgung dieser Altlasten. Wie soll es nun weitergehen? Es geht so weiter, dass wir so schnell wie möglich die Altlasten eben sanieren. Dafür jetzt auch dieses Erkundungskonzept wird am Montag vorgestellt. Das wird das entsprechend umsetzen. Das heißt, es wird dann in einem bestimmten Raster weitere Probebohrungen geben. Wir müssen dann schauen, was wir dort alles finden. Auch das muss dann schnellstmöglich saniert werden. Das muss dann entsprechend auch entsorgt werden, so wie sich das gehört. Dann die Altlasten im wahrsten Sinne des Wortes hinter uns lassen und die notwendigen Investitionen tätigen, dass wir hier wieder das Vorzeige Recyclingunternehmen in Vorarlberg oder über Vorarlberg hinaus werden. Das ist auch eine Vision, die muss ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben, dass sie auch sehen, wo geht es in die Zukunft hin. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sie wissen, dass ich das so sehe, dass in der Krise auch eine Chance liegt. Wir müssen durch die Krise durch. Das ist eine schwere Krise für das Unternehmen, das muss man ganz klar so sagen. Eben verursacht durch diese Altlasten und durch eine hohe kriminelle Energie, die ich persönlich eigentlich nur als gruppellos bezeichnen kann. Darunter leidet momentan das ganze Unternehmen, alle Kolleginnen und Kollegen von mir. Das ist schlichtweg gesagt fast eine Katastrophe. Und da müssen wir einfach sehen, dass wir das schnellstmöglichst jetzt entsprechend im wahrsten Sinne des Wortes sanieren.